Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladrim, zu einem neuen Part Star Wars. Nein, Tomodachi Live mit dem Zwergenfürst. Eines Mii ist auf die Insel gezogen. Dann gucken wir doch gleich mal zu ihr in ihr Gemach. Was gibt's bei der Prinzessin, bei der Disney-Prinzessin so zu sehen? Obwohl, sie ist keine Disney-Prinzessin. Nein. Obwohl mittlerweile Disney hat's ja zum 7. Teil hin gekauft. Okay, ich bin nicht ganz sicher. Ja, Star Wars richtig von ihnen, dem Disney. Studios. Ah, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Weil eigentlich erst ab Way Star Wars von Disney übernommen wurde. Aber egal, darum soll es ja jetzt nicht gehen. Ein paar Hähnchenteile soll sie sich gönnen. Na, ich hoffe, es schmeckt. Und wie es schmeckt. Lust auf ein Spielchen? Ja. Doppel-Silhouetten-Quiz. Na dann. Auf geht's. Die erste Silhouette. Was für Items sind das? Ach, das sind immer zwei Items. Okay. Ein bisschen wie in Miitopia. Die Spiele hier. Ein Grapefruit, ein Tofu und Matroschka-Puppen. Okay, Matroschka-Puppen sind da schon mal drunter. Aber was ist das andere? Sieht aus wie ein Kelch, wie so ein Weinkelch. Aber wenn man da die nächste Matroschka drunter sieht... Ich würde sagen Grapefruit. Die richtige Antwort ist... Na, aber hallo. Grapefruit und einige Matroschka. So waren die also versteckt. Ah, okay. Die zweite Silhouette. Na, dann zeig ich mal her. Was für Items sind das? Na, das ist klar. Das ist ja einmal ein Softeis und der dazugehörige Kaffee. Kann man beides sehr gut kombinieren. Es waren ein Softeis. Schmeckt so, wenn man es kombiniert. Und die letzte Silhouette. Na dann her damit. Was für Items sind das? Oha. Hier haben wir zur Auswahl Profiteroles oder wie es ausgesprochen wird. Profiteroles. Honig und Krokette. Okay, eine Krokette könnte sein, liegt auf dem Teller. Also ich nehme schon mal die Krokette, die lockt jetzt schon mal ein. Und ja, Honig auf keinen Fall, das ist glaube ich in einem Glas. Also Profiteroles. Die richtige Antwort ist... Es waren einige Profiteroles und eine Krokette. Achso, Profiteroles. So spricht es aus. Das ist dieses Eis dort. Okay. Da ist sie, die Partme. Und wir geben ihr noch vorerst kein Einrichtungszeugs und keine Kleidung. Das Weiße steht ihr ja. Das passt ja. Trug sie, glaube ich, einmal auch im Film. Ja. Irgendwann finde ich mal ein sehr gutes Einrichtungs... Dingens und das gebe ich ihr dann. Oh, Patma ist so, ich sag auch mal Joa dazwischendurch. Kann man das irgendwie rausschneiden? Ich vermute, ich werde es nicht rausschneiden, weil ja, genau deshalb. Oha, hat sie da gerade ins Zimmer geluntet? Ach du Schande. Holla, die Waldfee ist hier. Okay, schauen wir auch bei der mal rein. Ich muss zugeben, dass Patma Amidala so ziemlich meine Lieblingsprinzessin aus Star Wars ist. Die Rey und die Prinzessin Leia, die habe ich nicht so sehr gefeiert wie Patma. Es liegt auch daran, dass ich die Filme genau falsch geguckt habe. Nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt demnächst 8. Ja, was wollte ich sagen? Padme ist meine Lieblingsprinzessin aus Star Wars. Ich habe die Filme einfach in der falschen Reihenfolge geguckt und ja, dadurch. Ich sollte mir dieses Joa abgewöhnen, das ist doch so nervig. Die kriegt jetzt mal eine neue Klamotterie. Die Holler. Man sieht's nicht wirklich, aber sie hat eine neue Klamotterie, so ein kleines Mädchenkleid.
Ich bin auch irgendwie ein Anakin Skywalker-Fan. Das entsteht auch gerade dadurch, dass ich den ersten Film als erstes gesehen habe, den... Wie heißt der? Ich weiß nicht, auf Englisch. Phantoms, Menace oder sowas. Ich kann halt kein Englisch, aber so ähnlich hieß es. Also das, wo Anakin noch klein ist, ein kleiner blonder Junge und dann im zweiten Teil aufwächst, die Freundschaft, oh, da ist sie hingefallen. Die Freundschaft zu Padme und sowas, ich fand das mega. Teil 1 bis 3. Die Entwicklung von Anakin hin zum, na, Bösen. Ich fand das fantastisch. Ich fand diesen Anakin wundervoll. Und so habe ich auch in Star Wars 4, 5 und 6 das Ganze so ein bisschen anders gesehen. Also Darth Vader war nie wirklich Darth Vader für mich, sondern Anakin Skywalker, der liebe kleine Junge aus dem ersten Teil. Ich habe den geliebt, auch als er böse wurde. Habe den irgendwie ein bisschen verstanden, muss ich sagen. Also das ist, ja, ein bisschen war das mein Charakter. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da der Einzige. Wahrscheinlich bin ich da der Einzige. Nicht nur vielleicht, sondern wahrscheinlich. Viele mögen Padme nicht und Anakin vor allem nicht. Bei mir ist das so, das ist irgendwie seltsam, aber ich mag die. Also die Bibi bis Beauty Palace hier, die mag ich nicht, das ist schon mal klar. Die habe ich auf jeden Fall gemocht. Das war eine wundervolle Romanze in Star Wars Teil 2. Die einzige Romanze, die ich wirklich erwähnenswert finde. Also das ist, ich bin ja kein Fan von Romanzen und so, Liebesschnulzen und so weiter, aber Padme und Anakin in Teil 2, das hat mich berührt. Das fand ich schön. Das war was für mich. Steht sie hier allein im Raum und schaut sich hier die Wände an, oder was? Die soll mal rausgehen und sich mit den Leuten hier anfreunden und mal Kontakte pflegen. Oder sie macht's wie Zombie und wird Let's Player, Let's Playerin und geht nie wieder aus dem Haus und stirbt einsam in der Bude. Naja, komm, das ist ein Klischee. Zombie macht's ja auch nicht. Zu 100%. Aber der hier, der, wisst ihr Leute, der erfüllt alle Klischees. Wirklich, alle. Na, dafür bin ich ja da. Ich hab's in einem Zug durchgelesen. Ja, glaube ich, der Zweigi, du und ein Buch in einem Zug durchgelesen. Früher, vielleicht, ja, früher. Könnte es eventuell gewesen sein, aber heute, Buch lesen und ich. Ist traurig, aber das haut nicht mehr hin. Ich finde nicht mehr die Zeit dafür. So, und jetzt machen noch ein ordentliches Kotelett zum Abendbrot. Ja, ich hoffe, es hat gemundet. Ja, ging so. Was war dir nicht ganz durch genug, das Steak oder was? Willst du das noch ein bisschen mehr durchgebraten haben oder was will der feine Herr? Und der macht ordentlich mit Joyce Ilk rum. Und ist in Joyce Ilks Zimmer. Ja, da wissen wir ja, was da passiert in Joyce Ilks Zimmer. Und da ist er weg, die Werbefreundlichkeit. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt, möchte ich mal an dieser Stelle anmerken. Die heute Show, meine Damen und Herren. Ich hab dich vermisst. Ich wünsche mir eine neue Inneneinrichtung. Was? Das wünschst du dir? Na, das kann ich dir auch bestimmt erfüllen, diesen Wunsch. Na, wie wär's denn hiermit? Boah, sieht doch ganz stylisch aus. Hat eine Menge Stil. Na dann. Nein, mach ich demnächst. Danke. Aber nein, danke. Ich mach's später. Ein neuer Level. Yeah, juhu. Ha. Hier hast du 1 Cent. Taschengeld erhalten. Vielen Dank. Jetzt fehlen nur noch 9.999,99 € für meinen Weltraumurlaub. Aha. So ist das also. Okay.
Der Präsident hat Hunger. Der Ex-Präsident. Story. Vielleicht munden sie ihm. Was? Nein, gar nicht. Das hat er gar nicht gemocht. Uha. Die Hähnchenteile haben ihm gar nicht geschmeckt. Das ist ein Hassessen. Davon kann ein Meme Zweier haben. Zwei Lieblingsspeisen und ein... Und zwei Hassspeisen. Dafür gibt es dann immer eine sensationelle Animation. Ja, das war die von dem Zweithassessen. Das meiste Hassessen, das ist dann, sieht dann ein bisschen anders aus. Da schmilzt dann der Typ im Boden hin. Irgendwas muss die Partner ja haben als Einrichtungsgegenstand. Wie wär's denn mit diesem Badezimmer? So ein prunkvolles Badezimmer. Das zeigt so ein bisschen den Palast. Sie ist nur im Badezimmer, aber hat noch viel mehr. Schreibt mir doch mal eure Meinung zu Padme Amidala in die Kommentare oder zu Star Wars generell. Welches ist eure Lieblingsprinzessin? Ja, ich würde es wahrscheinlich nicht überraschen, dass die nächsten Prinzessinnen auch noch im nächsten Part kommen. Könnt ihr dreimal raten, wer im nächsten Part dran ist. Gut, dann gucken wir auch gleich nochmal in die Stadt hier. Am Glücksbrunnen müssen wir uns natürlich unsere täglich Spende abholen, aber sowas von. So, da spenden sie wieder alle ordentlich. Perfekt. Oha, am Anleger ist was passiert. Reisende von anderen Inseln und Importwaren kommen über diesen Hafen auf die Insel. Na, was kommt's da? Wer kommt's da? Was ist? Ein Schiff ist gelandet. Schauen wir mal nach. Und sie steht immer noch dort am Hafen. Wie ist das eigentlich? Wir hatten sie irgendwann mal in einem Part, aber sie ist noch nicht abgereist. Boot aus Anastasia ist gekommen, okay. Wer ist Anastasia? Muss wohl irgendwie auf der Vorbeifahrt irgendwie passiert sein. Importware, Erzbeer, Kapuzen, Pulli. Reisender Justin. Wenn ich nur wüsste, wer Anastasia ist. Das ist bestimmt ihr Name, den sie als Insel genommen hat. Kenn ich die? Könnte jemand aus meiner Seminarwoche sein? Hatte da jemand seinen 3DS mit? Hat da jemand Tomodachi Life? Oder wer in der Bahn, der irgendwie sein 3DS mit hat? Ist ja ein Handheld, kann man so mal mitnehmen und... Na, wer auch immer. Fühlt sich jetzt gegrüßt hier. Reisender Justin, den nehme ich doch gerne an. Exportwaren auf Coffee Bay, ja, die kriegt jetzt schöne Coffee Bay Ware. Mutzbergenfürst kann sich darüber freuen. Was? Das neue Paket. Die Arme tut mir ja fast schon ein bisschen leid. Die steht da seit etlichen Monaten und wartet auf die, das Abholboot, aber nö, nix da. Okay, da ist was auf der Freifläche am Zeltplatz passiert. Hier unten zeltet jemand. Ach, das ist ein Junge. Ich check's jetzt erst. Ja, Justin ist klar, hätte ich vorher checken müssen. Das sah ziemlich weiblich aus. Oh, hallo erstmal. Ich habe hier mal mein Zelt aufgebaut. Justin, was ist mit dir? Ich darf doch sicher hier übernachten. Na, gerne doch. Gäste sind bei mir immer willkommen. Wirklich? Du wirst jetzt übernachtet. Ich bin Justin. Tja. Ich übernachte heute hier. Nein. Ich war auf meinen Reisen schon auf einer Insel. Oh, das ist viel. Der bist du schon viel gereist? Die Heimatinsel hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. Na dann mach mal. Hallo. Hi. Das waren seine Worte. Das sind anspruchsvolle Worte. Für alles. Okay, Ihnen geht's nicht gut. Schauen wir mal rein. Ich glaube, ich habe Heuschnupfen oder so. Na denn. Pack das Heu aus deinem Zelt. Wo ist meine Flachwitz-App, wenn ich die mal brauche? Du Hustensaft! Jetzt wird nicht mehr gehustet. Ordentlich, da hat er sich wieder erholt. Mir ging's echt mies, aber jetzt ist es schon wesentlich besser. Das freut mich auch nicht. Kannst dich jetzt mit Partner an Amidala befreunden. Die Partner wird sich bestimmt mit Reisenden einlassen. Eine Pizza. Ich habe hier ein paar erstklassige Königsberger Klopse. Ja, damit. Für gerade mal 4 Spielmünzen. Spiel? Wo soll ich die denn hernehmen? Ihr glaubt's nicht. Schwenk mal gerade ein bisschen runter. Ich habe exakt 4 Spielmünzen.
Dann rück mal raus, die Königsbergerklopse. Eins meiner Lieblingsgerichte. Vielen Dank. Damit sind die weiteren Reisekosten erst einmal gedeckt. Gönn ich ihm. Dann ist Königsbergerklopse neu. Spezielles Produkt erhalten. Oh. Gibt's noch was zu sagen? Nicht mehr fern gesehen. Weiß gar nicht mehr, was ihn ist. Da habe ich gute und schlechte Nachrichten für dich. Die gute Nachricht ist, ich auch nicht. Habe auch lange nicht mehr Fernsehen geguckt. Schlechte Nachricht. Fernsehen ist gar nicht mehr so in. Morgen früh am Hafen sein. Ich schlafe jetzt wohl besser etwas. Oder du befreundest dich noch mit dem ein oder anderen Inselbewohner. Das fände ich sehr gut. Das würde ich sehr unterstützen. Auch ja, noch sehr früh. Dann bleibe ich noch ein wenig auf. Ja, befreunde dich noch mit Partner. Ja. Da ist er in seinem Zelt. Da übernachtet der Justin auf der Insel. Ich habe einen Klassenkameraden, der ist Justin, aber der sieht nicht so aus. Das ist auch nicht sein Mii. Sein Mii durftet ihr im vorletzten Part von Miitopia mal sehen. Ja. Das ist er aber nicht. Freundschaften auf Tomodachi Life. Auf Coffee Bay. Immer wieder gern. Gar nichts über Kedos. Kedos! Mit dem möchtest du befreundet sein. Mit dem kann man ordentlich befreundet sein. Ja, das kann man machen. Jetzt bin Mach ich das. Wirklich neugierig. Na dann, hau rein. Ich hoffe, es funktioniert. Blackie, sie ist auch wieder vor Ort. Sie war nie weg. Sie ist hier immer auf der Insel. Sie bleibt hier. Ist auch noch gut. Ja. Der hier in seinem Hamsterkäfig mit seinem Brokkoli-Hut. Nee, Blumenkohlhut ist das. Ja. Passt. Die. Dich habe ich auch lange nicht mehr gesehen. So, die Partner. Ich hoffe, sie lebt sich hier langsam mal ein. Und wird hier bald auch Freunde finden auf der Insel. Vielleicht auch die eine oder andere Beziehung. Vielleicht wird sie mal Teil eines Ehepaars und Mutter eines neugeborenen Kindes hier auf der Insel. Was ich ja hoffe, dass das mal demnächst mal in den Parts passiert. Hier ist schon lange nichts mehr mit Liebe und so passiert. Das sollte auf Tomodachi Life mal häufiger passieren. Okay, was macht sie da? Das sah gerade sehr ungesund aus. Sehr ungesund für das Genick. Oh, sie ist sehr müde. Ach so, das war einschlafen oder was? Okidoki. Milzwerke, bei dem müssen wir nochmal reingucken. Den haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Danke. Jetzt ist der Schluck auch weg. Freut mich, wenn ich dir helfen konnte. Ich habe Hunger. Ja, das ist eine wahre Aussage. Das stimmt immer. Bei Minions wenn ich sowieso. Das fand er aber nicht so gut. Ja, Klippfisch stimmt. Tut mir leid, habe ich verdrängt. Ja, Fisch ist nicht so bei mir. Nein. Sollte ich mal irgendwann mal bei euch zu Gast sein, setzt mir keinen Fisch vor. Wieso sollte ich bei euch zu Gast sein? Das wäre schon sehr ulkig. Machen wir ein neues Format draus. Zwecki besucht seine Zuschauer. Nee, lass mal lieber bleiben. Emmy, seit wann ist die mit Böhmermann zusammen? Okay, das passt ja nicht gerade, aber von mir aus. Oh, haben sie mich gesehen oder was? War ich so überrascht? Okay. Wir wollten wohl hier so ein bisschen Liebe machen oder was? Haben sie mich bemerkt, wie ich zugucke? Ich habe wohl ein bisschen gespannert. Ich glaube, das war denen ein bisschen zu privat, dass ich dazu gucke. Dann wollen wir sie mal nicht weiter stören. Einmal noch die Nachrichten und dann würde ich mal sagen, beende ich den Part auch langsam. Ja, einfach weil ich Bock drauf habe. Die Nachrichten mit Abby. War die nicht gerade eben noch? Hat die nicht gerade noch mit? Wie? Okay. Zentauren! Ist das da hinten ein PewDiePie? Zentaur. Und ein Zwergenzentaur. Ja. Ist aber echt. Kann ich euch garantieren. Das ist auf jeden Fall nicht bearbeitet. Etwas Verrückteres als das krieg ich ganz bestimmt. Aber er hier, der Luca. Der Luca, der erst. Ich bin
bearbeitet. Und das waren die Nachrichten um 6 Uhr. Der Lukas definitiv bearbeitet. Denn er sieht aus so wie Photoshop. Mal hier nicht abschweifen. Abend macht. Mal hin. Versuch doch mal dein Glück. Let's be Markus. Geht vorbei. Will nichts kaufen. Nichts. Der hat doch auch den Abendmarkt geliebt. In seinen Tomatatschleif-Parts. Aber nicht, gib mir meine Tüte. Das erste Item ist Glasperlen. Zweite Item Hundekostüm. Das dritte Item ist Wascheklammer. Das muss jetzt sein. Das ist ganz schön widerlich. Die hat mittlerweile übrigens eine andere Frisur, aber das Mi ändere ich nicht. Das ist wie bei ungespielt. Die hat bei mir immer noch Dreadlocks. Nein, das bleibt so. Die Mies werden nicht geändert, wenn die einmal hier drin sind. Die bleiben fürs Leben lang. Auch wenn sie sich umoperieren lassen zu einem Mann oder sowas. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, in eine Krabbe. Bleibt so. Da bleibt alles so, wie es ist. Nicht anders. Halt, stopp! Viele Anspielungen in diesem Part. Zu viele. Viel zu viele. Dass ich ihn beende. Du mich noch umsonst euch irgendwie gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Das war ordentlich. Ordentlich versaut habe ich's. Gehabt euch wohl und haut rein. Ciao, ciao. Adios.